Guten Tag. Ich habe einen Termin. 3:30 Spitzen schneiden. Ja, genau. Also, ich würde Ihnen persönlich ein Beehive empfehlen. Beehive? Ja, Beehive. Bienenkorb. Ah, so. Das ist so schick. Zuerst frischen wir mit Farbe auf. Färben wollen Sie? Ja, wir machen nur Strähnchen. Dann schneiden wir da ungefähr so viel weg. So viel? Und wickeln die Haare ein. Dann topieren wir das Ganze hoch. Dauert eine Weile, aber ist so schick, sage ich Ihnen. Ist das nicht ein wenig zu gewagt? Ach, kommen Sie. Wenn die Ursula Andres das kann. Ursula Andres trägt die Haare so? Ja, und sowieso. Mit ihrem Aussehen. Also, ich würde Ihnen wirklich empfehlen. Also gut, machen Sie mir so einen Bienenkorb. Mit Vergnügen. Ich bin sicher, dass Sie es nicht bereuen werden. Ich hoffe es. Glauben Sie mir, in den Staaten trägt man die Haare schon lange so. Dann wäre ich hier einer der Ersten. Normalerweise gehöre ich nicht zu denen, die Trends vorzeigen. Ihre Freundinnen werden Sie beneiden. Das ist super modern. Meine Güte. Was habe ich Ihnen gesagt? Ganz ehrlich, das steht Ihnen wundervoll. Das macht 50. 50? So viel? Ja. Naja. Hat sich immerhin gelohnt. Ein Moment. Ich hab's gleich. Da eben noch hatte. So eine hat man heute doch schon mal. Keine Panik. Wie bitte? Das da ist eine Lochkarte. Ja, das sehe ich. Was soll ich denn damit? Eine Lochkarte für Bankomaten. Für Bankomaten? Ja. Schauen Sie. Gegenüber steht er. Der erste hier von der BLKB. Da können Sie Geld abheben. Funktioniert sogar an Samstagen. Ich bin gleich wieder da. Ja, und die Kinder? Ja, die kommen auch noch gleich dran. Was war das denn? Wir werden sehen. Ich verstehe es nicht. Thank you.
Bereits 1970 wurde in Basel-Land der erste Bankomat aufgestellt. Die Transaktionen erfolgten durch eine Lochkartentechnik. Der erste Schritt auf dem Weg, Bankgeschäfte so einfach wie möglich zu gestalten. Für alle, die nicht immer an alles denken.